Hallo zusammen nochmal. Wir sind hier in der Nähe von Zürich bei einem wunderbaren NHL 16 Event, in dem sich zwei hervorragende Schweizer Eishockey-Nationalspieler, und zwar der Mike Künzle. Hallo. Und der Sandro Zurkirchen. Hallo. Hallo. Mit zwei Fans heiße Duelle auf dem Eis geliefert haben und tatsächlich, so viel können wir vorwegnehmen, gewonnen haben. Wollen wir mal ein bisschen schauen, wie es denn so gelaufen ist, und fragen wir mal nach. Mike, du hast dein Match knapp gewonnen. Sag mir erstmal ein bisschen was dazu. Wie oft spielst du denn NHL 16 tatsächlich in deiner Freizeit? Also ich kann es daheim selber nicht. Ich bin extra noch zum Kollegen ein bisschen üben. Ich habe aber früher in NHL-Spiele gespielt. Aber es ist halt schon kein Vergleich zum NHL 16. Es hat nochmal einen rechten Unterschied gegeben. Aber eben am Anfang habe ich eine Zeit gebraucht. Ich habe 1-2 Goal bekommen, aber ich konnte mich dann am Schluss noch zurückkämpfen und habe dann noch gewonnen in der Overtime. Und wie oft spielst du das so in deiner Freizeit? Vielleicht einmal in zwei Wochen oder so, wenn man mal zu Kollegen geht oder so und dann mal ein Spiel spielt. Ja, aber es ist eigentlich eher FIFA, aber weil es halt ein bisschen einfacher ist zum Spielen. Aber NHL ist sicher auch gut mit den vielen technischen Varianten, die man machen kann. Und ja, das ist schon etwas, wo im FIFA halt ein bisschen fehlt. Okay, FIFA, nicht schlecht. Und wie schaut es bei dir aus? Wie oft spielst du NHL so? Auch. Ein, zweimal in der Woche vielleicht. Meistens mit Kollegen oder dann online. Und schon von klein auf eigentlich immer Spiele gekauft und immer ein bisschen gespielt. Und ist immer interessant. Gutes Stichwort mit den Kollegen. Bringt es etwas, so eine, sagen wir mal, eine Sportsimulation zu spielen? Bringt das auch einem als Spieler so ein bisschen was vorwärts? Oder sagt man einfach, okay, das ist ein netter Zeitvertreib, auf dem Eis lerne ich nur die Sachen? Für mich als Goalie ist es nur schwierig zu sagen. Vielleicht als Spieler von der taktischen Finesse her, von den Moves und so, kann man vielleicht das eine oder das andere mitnehmen. Ich probiere auch immer ein bisschen die Spielzeuge zu machen, die realistisch sind auf dem Eis, und das kommt eigentlich meistens gut. Okay. Und wie schaut es bei dir aus? Kann das Spiel was einem beibringen, einem Eishockeyspieler noch? Sicher der ein oder andere Trick schon, wo ich eigentlich sonst gar nicht drauf gekommen wäre, wo man jetzt im Spiel gesehen hat, dass man dann den vielleicht mal auf dem Eis ausprobiert, das sicher. Aber vom Taktischen her, glaube ich, jetzt ist halt schon, der Trainer gibt das Taktische vor, und da kann man halt wenig. Kann man nicht gut zum Trainer gehen und sagen, ja, ich habe dort im Spiel noch etwas gesehen, was man vielleicht könnte machen oder so. Okay, war eine klare Aussage, kann man auch nachvollziehen. Fragen wir mal ein bisschen nach der Präsentation. Das Spiel hat ja durchaus eine sehr, sehr schöne Grafik auf Konsole und PC, kann man nicht anders sagen. Wie echt findest du denn so die Atmosphäre, die im Stadion so wiedergegeben wird? Ja, sicher immer realistischer. Ich denke, jedes Jahr, jetzt ist der Zenit überschritten, jetzt können sie nicht mehr machen, und mal alle Jahre gibt es wieder etwas, das verbessert wird, ob es in der Grafik ist, ob es in den Movements ist, von den Spielern, von den Goalies vor allem auch, ist in den letzten Jahren sehr viel gemacht worden, und Zuschauer, Atmosphäre, Stadien sind sehr realistisch gemacht. Wow, und wie schaut es mit den Spielern aus? Da sind ja auch einige relativ bekannte Spieler dabei. Wie sind denn so denen ihre Bewegungen, Gesichter, denen ihre Taktiken getroffen? Erkennt man die wirklich wieder? Ja, sicher, ja. Die Spieler erkennt man. Ich denke eben, jedes Team hat so ein bisschen seine eigenen taktischen Anweisungen, die man dann auch auf dem Spiel dann sieht, wo sie sich wirklich anwendet. Und ich denke, das ist sicher etwas, wo vor ein paar Jahren, ich habe das letzte Mal irgendwie das FIFA 12, das NHL 12 gespielt oder so. Und das ist wirklich ein riesen Unterschied zu dem Spiel jetzt. Ein Riesenunterschied, ein schönes Lob. Vielleicht mal, bevor wir nachher zu einer abschließenden Frage kommen, ganz kurz einmal, magst du vielleicht zwei, drei Worte sagen, bei welchem Verein du jetzt bist, was du da spielst und vielleicht welche Ambitionen du so hast noch? Ja, ich spiele im Tessin bei Ambri Piotta, bin Torhüter. Und mein Ziel ist jedes Jahr, mich zu verbessern. Ich habe letztes Jahr zuerst mal mit der Nationalmannschaft mit dürfen, das war ein riesen Erlebnis. Das gibt einem wieder Aufschwung für den Verein, und man will immer wieder zurück, wenn wir einmal für die Nazi spielen dürfen. Das ist immer eine grosse Ehre. Von dem her will ich auf diesem Weg weitermachen, mich verbessern und schauen, wie weit ich es anbringe. Und wie schaut es mit Auslandseinsätzen aus? Das scheint ja ganz begehrt zu sein im Eishockey.
Ja, klar, die NHL ist ein Traum von, glaub, von jedem Jungen, der Hockey spielt, der anfängt mit Hockey. Man schaut auf Übersee und sieht all die grossen Stars und so weiter. Und, ja, man träumt davon, man schafft auch dafür. Und, ich glaube, es ist ein grosser Schritt, der gemacht wird, wenn man es mal probiert. Und es ist sicher nicht ein einfaches Pflaster, um sich durchzusetzen. Aber ich arbeite hart an mir und wer weiß, was die Zukunft bringt. Wenn du denn frei wählen dürftest, wo würdest du denn gerne hinwollen? Ja, ich glaube, einige Teams sind sehr, sehr attraktiv. Schwierig zu sagen. Es sind alles coole Städte. Teams sind so professionell. Ich glaube, da gibt es keine grossen Unterschiede. Und, auf dem her habe ich nicht einfach ein Team, das ich bevorzuge. Okay, vollkommen legitim. Bitte jetzt auch von dir mal eine ganz kurze Vorstellung, wo und vielleicht wo es auch hingehen soll. Ja, im Moment spiele ich bei der ZSC Lions, eigentlich schon seit den Junioren dort. Und jetzt bin ich schon das zweite Jahr dabei in der Nationalmannschaft. Ich versuche natürlich auch, mich immer wieder aufzudrängen für das Aufgebot. Und das Ziel ist sicher auch, eine WM zu spielen. Mit der NHL ist ganz klar ein Traum von jedem Bub, der Hockey spielt. Das ist sicher ein Ziel von mir, aber ich glaube, das wird noch nicht gerade heute und morgen sein. Also da werde ich sicher noch ein bisschen ein, zwei Jahre an mir müssen schaffen, dass das mal ein realistisches Ziel kann sein. Du hättest vielleicht eine Stadt, die du gerne hättest in Amerika oder Kanada oder wo immer du gerne hin möchtest? Ja, Hauptsache NHL. Es kommt eigentlich wirklich nicht darauf an, welches Team. Es ist nur schon eine Ehre, in dieser Liga zu spielen. Hauptsache NHL, besser kann man es gar nicht ausdrücken. Kommen wir mal zu unserer letzten Frage und da haben sie ja ganz persönlich mal gefragt. In dem Spiel könnt ihr euch euer eigenes Dreamteam zusammenstellen. Wenn ich euch jetzt einfach mal fragen würde, nennt mir doch mal ein paar Namen, mit denen ihr unheimlich gern zusammenspielen wollt, ungeachtet der Nationalität oder der Mannschaft. Was wäre denn dein persönliches Dreamteam? Wo ich zusammenspielen möchte? Ja, ja schwierig. Im Goal würde ich mit dem Carey Price, Storm Crosby, all die Superstars, Kane, Sharp. Ich schaue mehr auf Goalies, bin ich ehrlich. Okay. Bin mehr fixiert auf Goalies, verfolge Goalies. Und ich glaube, Spieler müssten mehr den Mike fragen. Kommt er wahrscheinlich auch besser raus als ich. Und das machen wir jetzt auch, da fragen wir den Mike. Was wäre dein persönliches Dreamteam, mit dem du gerne spielen möchtest? Ja, im Goal wäre es der Lundqvist von New York. Und ja, vielleicht in ein paar Jahren mal. ja, und sonst sind es eigentlich alles Stürmer. Sidney Crosby, Malkin, Datsyuk, Ovechkin. Also es sind wirklich eigentlich nur Stürmer, wo ich halt drauf schaue, weil ich halt auch Stürmer bin. Perfekt. Dann darf ich mich herzlich für euren Besuch bedanken und wünsche euch noch viel Erfolg. Danke vielmals. Tschüss zusammen.